Das faschistische Regime in der Türkei unter Führung Recep Tayyip Erdogans hält seit 19 Jahren Abdullah Öcalan gefangen. Abdullah Öcalan ist nicht nur eine Person, er repräsentiert Ideen. Diese Ideen des demokratischen Konföderalismus sind ein Vorschlag für die Befriedung des gesamten Mittleren Ostens. Und weil der türkische Staat, weil der deutsche Staat wissen, dass Abdullah Öcalan die Ideen von Freiheit, Demokratie und Frieden im Mittleren Osten repräsentiert, genau deswegen verbietet die Türkei und verbietet auch Deutschland das Zeigen Abdullah Öcalans. Mit Abdullah Öcalan wurden zeitweise Friedensgespräche geführt bis zum Jahr 2015. Doch der türkische Staat hat sich entschlossen, diese Friedensgespräche abzubrechen. Die Folgen dieser Politik des türkischen Staates sehen wir derzeit in Afrin. In Afrin führt die Türkei gemeinsam mit über 20.000 Islamisten, darunter ehemalige Mitglieder des IS und Mitglieder des Al-Qaida-Ablegers Al-Nusra, mit diesen islamistischen, faschistischen Gruppen führt die Türkei derzeit einen völkerrechtswidrigen Krieg gegen den nordsyrischen Kanton Afrin. Leopard-Panzer aus den Fabriken von Rheinmetall, G3-Gewehre von Rickler und Koch und Geschütze aus deutschen Waffenschmieden helfen der türkischen Armee und ihren islamistischen Verbündeten dabei, bei ihrem Versuch, Afrin zu besetzen. Die deutsche Bundesregierung ist also direkt mitverantwortlich für die türkischen Kriegsverbrechen in Afrin. Deutsche Panzer, raus aus Kurdistan! Deutsche Waffen, raus aus Kurdistan! Deutsche Panzer, raus aus Kurdistan! Deshalb bombardiert die türkische Luftwaffe jeden Tag zivile Orte, bombardiert Dörfer, bombardiert Staudämme, bombardiert Wasserversorgungsanlagen, weil Erdogan, weil der türkische Staat, weil die AKP Faschisten sind. Faschisten, die nichts kennen als Unterdrückung, als Krieg und als ihre eigene Macht. Wir fordern, dass der türkische Staat wieder Friedensverhandlungen mit Abdullah Öcalan aufnimmt. Solange das nicht geschieht, können wir Ihnen eins garantieren. Die Kurdinnen und Kurden und alle Demokratinnen und Demokraten im Mittleren Osten werden weiterhin gegen den türkischen Faschismus Widerstand leisten. Sie werden das militärisch tun, sie werden das politisch tun, sie werden das sozial und kulturell tun. Wir hier in Berlin sind ein Teil dieses Widerstandes gegen den türkischen Faschismus. Wir sind ein Teil des Widerstandes gegen die Kriegspolitik der AKP und Erdogans. Der Mittlere Osten kennt tausende Flaggen, tausende Sprachen, tausende Religionen. Und das Projekt des demokratischen Föderalismus von Abdullah Öcalan bietet all dieser Vielfalt des Mittleren Ostens Platz. Regime, regime, regime.